Na dann, hallo und herzlich willkommen zurück zu den zwei lustigen Dreien hier im DC. Wir sind ja, oder wir waren auf der Flucht. Jetzt sieht aber richtig schöne Stiefel hinter mir. Die hat mir der Expeditionsführer Doga, der hier vorne hier schön wegkniet, ja, hat mir nämlich neue Klamotten mitgebracht. Das möchte ich euch mal kurz zeigen. So natürlich nicht. Ja, entschuldigt bitte, es ist nicht so einfach. Ich spiele es zum ersten Mal heute. Also, wir haben hier. Hat er mir eine schöne schwarze. Er sagt eine Wollweste. Also, wenn ich den hier oben hier am Hals, ist es noch ein bisschen frei, aber scheint doch ein bisschen besser zu wärmen. Dann gab es eine Mosin. Ein tolles Gewehr, das ich auch mal wieder richtig schön einen wegzwirbeln kann. Und das Allerbeste ist, ich habe keine Fraktur mehr. Es gab ein Morphium, was er mir von unterwegs mitgebracht hat. Schön injiziert. Schon ist es weg und ich fühle mich wie ein Restart. So. Feindlichen Hirsch im Wald verschwunden. Genau. Und Und da hüpft irgendwas. Was ist denn das? den Ist das ein Schnappen. Hase? Warte mal, ich muss jetzt gleich mal mein Gewehr mit rannehmen. In Hase. Ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Dann gehen wir mal weiter oder was, ne? Ja, wir wollten eigentlich in die andere Richtung. Ach Lass so. uns doch noch mal zu diesen Hochhäusern. Das heißt, von der Richtung, wo ich jetzt hinblick, kamen wir? Nein, wir sind von der Sonne ausgekommen, in die Blickrichtung. Ja, die geht ja hier Aber wir niemals gehen unter. jetzt in selten. Außer wenn man erschossen wird. Meinst du, ich kann jetzt wieder die Zombies rausnehmen? Also mit dem Gewehr jetzt in dem Moment? Ja, natürlich. Wenn du Nee, weil genug Schuss hast. beim letzten Mal gab es doch hier, hatten wir doch ein bisschen einen Schalk im Nacken. Jo. Den hast du aber jetzt nicht mehr. Jetzt hast du Hals frei. Ja. Da waren wir Also ja ich schon. mehr oder weniger auf der Flucht, aber ich glaube, wir sind davon da gekommen, wo wir jetzt hinmarschieren, oder? Ja, genau. Ich wollte noch mal mit dir zusammen Wie mit mir den zusammen? Ort dort erkunden. Aha. Vielleicht treffen wir ja auf Spieler, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ich dachte, wir gehen hier schon auf Hirschjagd. Das können wir danach noch machen. Aha, okay. Na gut, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Weil ich muss mich dem natürlich beugen, wenn man hier schon Klamotten bekommt und Gewehre und Pistolen, wie auch immer er das immer macht. Er ist dann nachts immer noch mal aktiv, unser Doga, und sammelt alles zusammen und bringt und schart alles her. Wahrscheinlich sind das die spannenderen Momente. Aber gut. Wenn ich noch einen Bollerwagen hätte, wäre das noch viel besser. Aber du hast Könnte ich eine trainiert. Kiste Bier. Du bist wesentlich schneller wie ich. Ja, weil ich ohne Waffe renne. Weil du ohne Waffe rennst. Ah ja. Okay, das stimmt. Das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Was ich nicht verstehe, ist, hier sind überall so Kräuter und Gräser und Pflanzen, dass man nicht da mal ein bisschen was pflücken kann oder was, ne? So zum Essen. Ein paar Kannst Beeren. du. Wie Ein paar kannst du? Blaubeeren kannst du irgendwo an irgendeinem Busch. Ah ja. Blaubeerbüsche kannst du Beeren pflücken. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob das zwei verschiedene gibt. Einmal giftige und einmal ungiftige. Mit Sicherheit. Aber Jetzt muss ich mal das werden wir fragen, auch irgendwann mal rausfinden müssen. kommt bei dir eigentlich auch immer dieses I'm slowly cooling off oder ja, okay, gut. Jetzt habe ich habe das Gefühl, wir haben hier zwei Städte. Wir haben einmal hier rechts, sieht aus wie Manhattan für Arme. Ja, das ist Und links, Tschernogorsk ist links, die große. aha. Das ist ein Wohnviertel davon, ja rechts. Und wir wollen zu den Rechten. Ah ja, na dann. Gehen wir mal ins Wohnviertel. Du hast das Gewehr im Anschlag. Ist es ein Zeichen? Ja, hier können ja nun auch Spieler unter anderem sein. Wir können auch Spieler unter anderem sein. Das heißt, ich nehme die jetzt auch mal einfach in die Hand, oder? Jo. Macht sich vielleicht ganz gut. Den ersten Song. Oh, du bist ja schon so weit. Hast du schon Kimmelkorn mal ausprobiert? Ach, schon wieder in Richtung Sonne. Warum Kimmelkorn? sagst du Wie mir nicht immer das? Kimmelkorn? Ja, mach mal Space Ja. und Rechtsklick. Ja, aber das sehe ich kein. Das ist. Da ist jetzt nicht wirklich Kimmelkorn. Also ich krieg's halt rangezoomt, klar, aber. Was? Also ich sehe meine Hand und das Gewehr und die Kimme und Korn. Ansonsten machst du wieder was falsch.
Ich gehe mal davon aus, dass ich was falsch mache. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Es ist halt einfach traurig. Naja. Rechts an dem Gebäude erstmal vorbei. Rechts an dem Gebäude erstmal vorbei. Oder an der Mauer oder wie man es auch nennen möchte. Ist übrigens heute unsere Jubiläumsfolge, nämlich die Folge 25. Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt so lange durchhalten. Ja. Ja, Wir aber haben schon, stahlharte Nerven ja, ist also ich muss ehrlich sagen, wir haben schon ein extrem dickes Fell. Ja, nicht nur auf den Ohren. ich sowieso. Weil, das hat Nicht auf schon. dem Kopf, aber auf dem Rücken. Genau. Weil, das hat natürlich schon immer wieder mal ganz schön. Hat man schon zu kämpfen gehabt, ne? Also ich auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das gebe ich zu. So, wo bist du? Weiter rechts, bitte. Ich bin auf dem Berg. Ach, da unten. Also ich könnte mir Vor vorstellen. uns sind Garagen, wie du siehst. Ja. Die werden wir jetzt unter die Lupe nehmen. Was macht dich da so sicher, dass da was drin ist? Also. Warst Tja, du weil schon ich mal hier? schon. Ja, Stimmt, heute du. Morgen. Ah, heute Morgen, ja. Ja, prima. Ich muss ja schon mal vorher auskundschaften. Okay. So. Ich weiß, ich überlege jetzt mal, ob ich jetzt die Magnum vielleicht in die Hand nehme jetzt für die Zombies oder ob ich da wirklich mit dem Gewehr drauf bolzen soll. Wie siehst du das? Theoretisch reicht die Magnum, jo. Ich habe hier ein bisschen Sardinen, kann sie aber nicht öffnen. Oder doch, Weil so wahrscheinlich viel Schuss haben wir ja mit nicht. der Axt, oder? Kann ich mir mit der Axt nicht öffnen? Ja, richtig. Ich probiere das mal, ob ich das alleine hinkriege. Also man nimmt praktisch die Axt in die Hand. Dann gehe ich hier auf die Sardinen. Da kommt ein Zombie. Die musst du jetzt mitnehmen, weil ich bin jetzt mitten im Guide. Ja, oh. Und öffne mal schön. Jetzt haut er mal. Ey, hallo. Dir geht's wohl nicht gut, oder was? Ah, du blutest natürlich gleich. Mann, 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 du. Da macht man einmal was. Ja, ich leg dir was hin. Das Ah, habe ich hast du noch. noch Pfeffer? Ja, für einmal reicht's noch, denke Okay. ich. Hier liegt eine Brille, eine coole. Die sieht noch besser aus. Isaac geil. Sieht aus. Fliegerbrille Ja, wahrscheinlich, oder? Tom Cruise mäßig. Jetzt die Preisfrage an dich. Ja. Was ist zu tun jetzt? Ja, wir gucken uns das hier an. Nee, 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 Die, nee, nee. Falsch, völlig falsch. oder willst du den? Ach so, du hast eine geschellt bekommen. Genau, Videoeinstellung, bitte. sehr gut. Ja, es wird langsam. Hat das auch raus. Komme ich drauf, oder? Ist es bei dir auch so? Zurzeit nicht. Komischerweise. Aber ich hatte da dieses Problem auch schon öfters. Also, jetzt noch einmal. Ich hab die Sardinen geöffnet. Ja. Da habe ich 37% Sardinen noch drin. Da können wir mal richtig schön einen wegzwirbeln. Hier ist ja richtig. Das ist ja wie Weihnachten hier. Ja. Was ist denn das hier? Ah, so eine Bandana-Cap. Hier liegt auch noch irgendwas drin. Den kannst du in Verbände Echt? zerreißen. Ja. Probiere ich mal aus, ob das stimmt, was du da erzählst. Ich zeig das mal. Ich nehme dieses Ding hier in mein Inventar. Mache einen Rechtsklick, mach Tier into Racks. Okay. Jetzt habe ich irgendwo Racks gekräftet und das sind sie auch schon. Gut. Perfekt. Das mache ich jetzt immer, weil da kann ich. Ein Cabby ist, glaube ich, ein Hammer. Oh, wozu der da ist, kann ich dir allerdings nicht sagen. Ich schätze mal für einen Nahkampf. Ja. Ach, da hinten ist auch noch was. Gucken wir mal rein. Was hast du denn hier rumliegen? Ein Fetzenstoff? T-Shirt. Kann man das Ups, jetzt ist runterziehen oder weg. was? Ein Black-T-Shirt. Kannst du auch zerreißen. Oh, Scheiße. Verbände sind immer wichtig. Warum hast du denn dann? Ich wollte gerade sagen, warum ziehst du dich aus? Ja, ich habe gedacht, ich kann das T-Shirt so drunter ziehen, so cool, was ist das so ein bisschen, Ja. aber geht nicht. Nee, leider nicht. Komischerweise. Aber auch hier mache ich Racks draus, Sehr schön. weil ich habe das Gefühl, dass man da wahrscheinlich öfters mal welche brauchen könnte, ne? So, dann gehen wir hier einen Tab ran an die. Die Spraydose? Ja, zieh die mal auf dein Gewehr oben, oben Ja. rechts in die Leiste. Dann kommt eine Auswahl. Was? Ja. Dann Ja. mach Paint Mosin Rescreen, also das untere Ja, bitte. habe ich gerade gemacht. Ja, es ist hier grün. Ah, oh, nee, jetzt ist sie komplett drüben. Schade. Dann war es doch das Falsche. Naja, Vorführeffekt. Aber Ja, du könntest auch so ein Muster kriegen wie ich. So schwarz-grün. ich denke mal, ich Wenn habe es falsch jemand gemacht, aber ja, ich habe es einfach auf die Waffe gezogen. ja, das ist ja richtig. Und dann wirst du gefragt. Aber jetzt habe ich irgendwie. Warte mal, jetzt Ich habe nehme ich. auch mal die Fliegerbrille auf. Jetzt ist Hier ist so. ein Cowboy-Hut, wenn du möchtest.
Nee, ich hab. Wieso Cowboy-Hut? Ich hab doch eine geile Schapka. Oh! Übrigens, jetzt sehe ich Kim und Con. Ja, super. Was war denn das jetzt? Aber dir dauert es immer etwas Jetzt geht's aber. Nee, jetzt länger. geht's. Wahrscheinlich lag das an der Lackierung. Ja, wahrscheinlich. Die haben wieder Sardinen. Hier sind braune Hunter. Die sind sogar noch gut. Die werde ich jetzt wieder öffnen. Warte mal. Ja, mach mal. Kann man die wieder kombinieren? Natürlich nicht. Hier liegt ein Handtuch rum. Nee, das sind Hosen. So, du bist schon am Aufmachen hier. Ja. Dann mache ich da mal mit. Oh, hier liegt ja was Geiles. Was ist denn das? Ein Electric Kettle Pot. Ist ja geil. Da kann man nochmal richtig einen wegzünden. Den nehmen wir mal mit, denke ich, oder? Was kann man damit machen? Das ist ein Anzünder. Ein Feueranzünder. Ach so, cool. Ja. Kann nicht schlecht sein. Oh, der ist aber riesig. Scheiße, das ist ja. Riesig. Ja. Ja. Wo liegt der denn? Habe ich jetzt Machst hier. ihn schon rein? Ja. Elektroschocker. Ach so, dieses rote Ding? Ja, genau. Brauchst du das? Oh, ne. Gut, dann schmeiß ich es wieder für Schmeiß dich. ihn weg. Ja, genau. Hier ist was zu trinken noch. Pepsi. Pepsi. Die muss natürlich mit. Da gibt es keine Frage. Okay. Gut, dann einmal hier zwischen die Garagen durch. Wie zwischen. Ach, da. Weil wir haben hier noch viel mehr. Das ist wie 1, 2 oder 3. Das ist ja geil. Das ist ja besser wie. Das ist Oder ja. der Zong, oder wie man das nennt. Das ist ja fast wie Weihnachten. Ne? Oh, Ja, Pistol-Flashlight. endlich. Hier eine Taschenlampe. Kannst du die So. mitnehmen? Oh, das ist hier. Das nehme ich. Oh, nimm. Ein Scope. Jetzt können wir wegsnipern. Wenn wir davon noch eins finden, ist das perfekt. Na, hier liegt doch noch was rum. Was ist denn das hier für ein kleines Teil? Oh, und das ist es noch richtig. Oh, da hat sie alle verschluckt. Gesundheit. Muss die Luft hier sein. Hast du Bohnen gegessen? Nee. Was ist das, was du da hast? Eine Taschenlampe. Blitzlicht Ach hier. so. Gut. Okay, Long Range, das ist cool. Wenn wir noch eins finden, dann werden wir top ausgerüstet. Haben wir Wir brauchen extra. sonst. Ich weiß nicht, in der letzten ein, zwei Folgen habe ich mal rumgejammert. Hier gibt es nichts mehr, aber man, das ist ja fast wie ein Einkaufsparadies hier. Ja, extra nur für dich Und das entdeckt. mal schön ist auch ungestört Oh, jetzt schmeiße ich wieder meine Waffe durch die Gegend. ohne Zombies einfach mal schön durchzimmern. Black Working Clothes. Die passen optisch Ja, dass besser. ich immer auf G drücke. Oh, guck Wie? mal hier. Was sind das? Das kannst du, glaube ich, vorne auf deine Waffe machen. Ein Bajonett oder was? Ja? SKS im Bajonett oder da? Das ist ein Was steht da? SKS. SKS habe ich Achso, auch ja nicht. gut, haben wir nicht. Nee. Kannst du gerne mitnehmen? Kannst aber als Messer mitnehmen. Na, ich habe doch hier meine Axt. Das ist dieser, die man Okay. öffnet im Moment alles. Gut. Da kannst du aber mit kein Tier ausnehmen. Ja, gut. Aber ich habe eine Machete im Rucksack. Hier, nimm mal das. Hier, Oh, cool, noch hier, eins. ein riesen Rucksack, ein blauer. Den musst du hier nehmen und auf deine Waffe ziehen. Und dann guck mal durch. Oh. Da hat er gleich mal nachgeladen vor lauter Schreck. Ja, und jetzt guck mal Warte mal, durch. hier ist eine richtige Zipfelmütze. Ich guck mal durch. Ja, aber bitte. Ja, mach mal. Achso, erstmal Leertaste, ranzoomen und ich sehe natürlich wieder nichts. Jetzt klappt's wieder nicht. Das kann doch nicht wahr Doch, sein. jetzt geht's. Und Eieiei. dann drück mal rechts, dann zoomst du noch mehr ran. Ja, das habe ich. Ist top, oder? Also Jetzt. jetzt können wir die drei von Hochhaus absnipern. Gut, das war auf jeden Fall, das ist Hey, das prima. ist auf jeden Fall ein wie Weihnachten und Ostern zusammen hier. Ich verstehe noch nicht, warum das Fadenkreuz nicht kommt. Mal kam, zwar kommt es nicht, das verstehe ich nicht. Und das, ehrlich gesagt. Hauptsache, es kommt, wenn Gegner da sind. Nee, eben nicht. Ich kann zwar hier im Standard-Zoom ran, ich komme mir vor wie beim. Es geht wieder nicht. Ich habe die im Anschlag, ne? Schau mal. Hier, Ja. schön im Anschlag.
Mit der Leertaste. Jetzt drücke ich rechte Taste. Da zoomt der ganz normal ran, wie kennst du ja, ne? Drück nur einmal kurz. Aha. Das ist vielleicht ein Tipp. Das okay. geht. Jawohl. Einmal. Du drückst immer zu lange. Das muss einer sagen, wenn du sagst, einmal draufdrücken. Oh. Oh, da kommt ein Zombie. Moment. Geh mal weg hier. Ja. Ich muss den. Komm her jetzt. Nein, ich bleib nicht stehen. Ja, das ist. Blutig? Sehr schön. Ne? Aber ich hab trotzdem eine Schelle gekriegt. Das sehe ich immer, wenn ich. Jetzt ist wieder da. Achso, wieder verschwunden. Jo, das war ja echt hier wie Weihnachten. Also da haben wir gut abgestaubt, oder? Also ich denke, ja. der Tipp also von dir. Zwei, ach hier haben wir ja noch mehr. Der Tipp von dir war echt gut, hier nochmal zurückzugehen. Komm, mach mal auf hier. Ich mach mal auf. Da liegt wieder eine Pepsi. Und eine schöne. Ja, mitnehmen. Eine Motorradjacke. Black Shirt haben wir hier. Oh, Pristine. Tier Tools. Und drauf kommen. Aber hier habe ich jetzt Bajonett für die. Bajonett hast du gefunden. Jetzt gucken wir hier. Oh. Ich weiß zwar nicht, wozu das da ist. Ja, ich denke, da brauchst du eine Axt nicht. Da kannst du mit dem auch schön eine rüberzwirbeln. Hier ist eine schöne Tomate. Ich finde es hässlich so. Und essen. Ja, gut. Wie isst denn die jetzt nicht? Isst du die jetzt? Das ist wie Garagenverkauf hier, oder was? Joyce ist nicht mehr da, also ja, er hat gegessen. Nee, die ist noch bei mir hier drin. Aber wenn ich sage, hier geht wieder Cancel Current Action. Super. Ah, das ist irgendwie. Jetzt ist das. Jetzt mampft er. Okay. Also ich würde sagen, wie hast du es so schön betitelt? Es ist wie Weihnachten, oder was? Nee. Weihnachten und Ostern zusammen. Weihnachten und Ostern zusammen. Das kommt eigentlich was hin. Das ist wirklich. Das war schon cool, ja. Okay, jetzt gehen wir noch zur Schule. Das sieht ein bisschen aus wie früher in der DDR. Also. Die Gebäude oh, hier. Plattenbau. Ja, so ein bisschen, ne? Marzahn. Marzahn, genau. Also. Das ist Top Marzahn hier. Bist du hinter mir? Ja, ja, ich bin da. Ich mach dir mal keine Gedanken. Gut. Und immer schön Augen aufhalten. Ich höre nämlich schon einen Zombie. Ich nicht, aber das muss nichts heißen. Willst du irgendwo rein oder? Hier, in die nächsten Häuser. Übrigens kam gerade ein Busch hier, wo ich für Bären suchen konnte. Oh. Gut. Aber da bist du mal jetzt durch. Hier durch, oder was? Über den Maschendrahtzaun? Ja, genau. Links am Haus vorbei. Ja, mache ich. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier einigermaßen alleine sind. Ich habe ja jetzt Gewehr mit Scope. Okay. Das brauchst du natürlich nicht, wenn du im Kampf kommst. Jetzt höre ich aber einen Zombie. Jetzt höre ich auch einen Zombie. Hinter mir. Oh, boah. Du hast ihn aber direkt hingerichtet. Aber es kommt gleich noch. Ja, ja, genau. Der ist an mir, hat mir eine Schelle gegeben und ist dann an mir vorbeigeschlittert. Ah, ich hänge fest. Da kommt noch einer. Jetzt da. Der klitscht gerade. Oh. Ja. Das hat geklatscht. Ich glaube, der hat von beiden Seiten eine Vollerwischung. Ich habe ihn ein bisschen abgelenkt. Oh, hier ist noch ein Scope. Das gibt's noch nicht. Oh, ich krieg wieder einen Zombie hier auf mich. Aber auch den habe ich schön abgeplautzt. Mein lieber Schwan, ey. Wo bist du? Bist du ganz oben auf dem Dach oder was? Nee, ich bin eins höher in einer. Oh, was hier? Moment. Ist das ein Kampfmesser? SKS-Bajonett, okay. Gut. Hier liegt ein Zombie vor mir. Du bist auf dem Dach? Ja, ich habe den Zombie habe ich rausgenommen dort. Ja. Der ist mir voll gegen die flache Kante gelaufen. Ah, hier oben. Jetzt hier ganz oben. Ja, ich gucke hier mal ein bisschen durchs Fernglas. Ja.
Ob ich Oh, da das. hinten sind noch mehr Garagen. Die haben mich natürlich. Da würde ich dann auch noch hingehen, wenn wir das Krankenhaus durchsucht haben. Krankenhaus. Ich schaue, Ja, ich halte nur Aussicht, ob hier irgendwo sich jemand bewegt. Ja. alles klar. Dann gehe ich hier schon mal durch die Räume durch, ob hier noch was ist für uns. Aber es sieht wohl recht ruhig aus, ne? Aber gut, ich meine. Na, besser ist das auch. Guck mal noch die Straße hier hoch. Jetzt weiß ich ja kurz antippen. Funktioniert übrigens, war ein guter Tipp. Ah, ich Man würde. muss nur wissen, wie. Okay. Oder? Ja, so ist es. Sorry. Okay, ansonsten kannst du ganz nach unten kommen. Ja, das Problem ist, jetzt muss ich wieder die Leiter finden, weil beim letzten Mal habe ich sowas auch gemacht und dann war Na, bloß Feierabend, nicht ne? springen. Das darf man hier, glaube ich, nicht. Das wird einem ziemlich übel genommen. Deswegen marschieren wir hier schön ab. Nicht wundern, ich trinke was. Okay, dann komme ich jetzt mal wieder rein, ne? Nee, nicht mit der Axt. Ich nehme jetzt mal die Magnum. Ich hoffe, die ist geladen. Geht übrigens auch, Kim und Con. Bist du unten? Bist du draußen? Ich Wo? bin unten in einem Raum drinne. Unten in einem Raum drin. Naja, gut, das ist natürlich. Hier liegt ein Zombie. Ganz unten? Ja, ich bin ganz Hier bin unten. ich hinter dir, hinter dir, hinter mir bin ich. Ah ja, okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal rüber ins Krankenhaus kurz hier. Hast du auch eine Handfeuerwaffe in der Hand, ne? Sehe ich gerade. Ja, aber die, da braucht man ja 1000 Schüsse, bevor man jemanden getötet hat. Das ist im Magnum natürlich schon besser. Das ist mir, ja, die ist mir zum Andeuten, oder? Genau, zum Schreckschuss nenne ich sie mal. Oh, guck mal, hier ist ein Verbandst Hardcover. ein Dreieck? Aber da ist nichts drin. Manchmal zeigt er das nicht an, aber wenn du es drin hast, dann hast du es. Vier Quantums. Na, scheint wirklich hier zu sein. Nee, jetzt ist voll. Jetzt ist voll. Komisch. Nimmer. Was ich? Ja, ich habe eins. Nee, bei mir ist es leer Ja, wieder. aber du nimmst trotzdem mal rein. Und dann gehen wir auf View Contents. Okay. View Contents, Nee, rauf, ist trotzdem rechts hier. ist ja ist trotzdem leer. Was? Naja, macht ja nichts. Ich lasse das jetzt hier draußen. Okay, schmeiß nochmal hin. Geht gerade nicht. Jetzt. Bei mir wird es angezeigt. Ja, nimm du es mit. Ich weiß es doch auch nicht. Bei mir steht 0 von 6 da. Wir müssen uns wieder ein Feuerchen machen. Du tust so eine gebückte Haltung einnehmen. Das ist immer gefährlich. Bei mir steht hier da, ich kühle langsam aus. Ich mache jetzt mal ein paar. Wurde schon so ein. Nee, steht noch nichts da, aber er sagt es halt hier im Chat immer rein, ne? Achso. Aber ich sag mal, es ist jetzt noch nicht bedrohlich in dem Sinn. Okay. Ja, Oh, hier ist eine wo bist du jetzt? grüne Paprika oder irgendwas. Die nehmen wir natürlich mit. Ich bin hier unten, da wo wir die ganze Zeit waren, ne? Also. Okay. Bin auch noch unten, nur wenn du vor dem Gebäude stehst, Ich höre auf links und jeden höre Fall. jetzt einen Zombie. Ja, ich auch. Mal sehen, zu wen er kommt. Oh, Oh, das war ach, aber jetzt hast knapp. du mich ganz erschreckt. Ich habe schon gedacht, wo ist er? Da kommt er. Wo? Oh, Ah, warte, hier. warte, 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 warte. Aua. Geh? Hast du ihn? Nein, natürlich nicht. Der ist so weit unten. Oh, ist er mir in die Axt gesprungen. Sah das geil Köpper in die aus. Axt. Der ist ja. Der wollte gespalten werden, oder was? Ja. Mein lieber Schwan. Jeder das, was er verdient, ne? Hat's den weggezogen? Okay, hier ist nichts. Wie immer. Hier ist nichts. Ah ja, da ist er. So, dann gehen wir jetzt ins nächste Krankenhaus oder Schule oder, nee, Schule war das gegenüber. Hier rechts in das Gebäude.
Bist du hinter mir? Ja. Noch ja. Da ist noch ein Zombie. Ich kann mir da mal keine Waffe nehmen. Wo ist ein Zombie? Was machst denn du? Wo glitschst denn du lang? Zack. Ich bin durch die Tür. Zombie ist tot. Gut, dann lass uns mal hier eintreten. Ja, geh mal vor. Und links die Treppe hoch. Na, die, hier warten wir, weil hier können wir einen schönen Cut machen für die nächste Folge. Okay. Liebe Freunde, macht's gut, bleibt sauber. Bis bald und ciao, ciao. Ciao.